Ja, wir haben die Talfahrt erstmal gestoppt, das war wichtig. Wir haben durch Verbesserungen in der Spielweise auch wieder mehr Selbstvertrauen getankt. Wir haben, wie Manuel gerade schon sagte, das Minimalziel mit der Euroleague dadurch schon mal sichergestellt und jetzt wollen wir natürlich mehr und haben da am Samstag eine Mannschaft, die in der aktuellen Verfassung mit das Beste ist, was es in Europa gibt. Also eine riesen Herausforderung und der Herausforderung stellen wir uns gerne und der stellen wir uns hoffentlich auch mit ganz viel Mut und mit ganz viel Selbstbewusstsein und dann wollen wir am Samstag in dem Spiel mal alles raushauen, was geht und dann mal gucken, wofür es reicht. Ja, ich hoffe. Also die Entwicklung geht sicherlich dahin und ich hoffe, dass wir Samstag auch schon so weit sind, um auf diesem Top-Niveau dann auch das stabil auch über 90 Minuten abzuliefern. Das Hinspiel hat natürlich viele positive Aspekte. Wir haben uns das Spiel auch nochmal in Ruhe angeschaut und geschaut, welche Dinge man auch mit übernehmen kann. Aber das machen die Dortmunder natürlich auch. Also die machen nicht zweimal hintereinander gleiche Fehler, das ist einfach so. Und von daher wird sich auch Dortmund perfekt darauf einstellen. Und insofern werden wir wieder neue Fragen für den BVB aufwerfen müssen, die sie dann vielleicht unter Umständen auch mal nicht beantworten können. Aber es ist eine Truppe, die halt viele Facetten hat, viele Möglichkeiten und es dadurch natürlich immer dem Gegner sehr, sehr, sehr schwer macht und im Moment einfach auch in einer überragenden Verfassung sich präsentiert. Das war ja während der Saison nicht unbedingt immer so. Da gab es zwischendurch auch mal Phasen, wo auch der BVB verwundbar war. Im Moment präsentieren sie sich natürlich herausragend und das macht für uns natürlich die Herausforderung für das Spiel umso größer. Nochmal, jeder muss richtig Lust drauf haben, am Samstag ist so ein Top-Gegner so schwer wie möglich zu machen und dann im Idealfall natürlich auch was mitzunehmen, weil normalerweise hätte man gesagt, wenn wir die ersten beiden Spiele gewinnen, kann der BVB so ein kleines Bonusspiel werden, aber ein Bonusspiel wird es garantiert nicht, weil auch Wolfsburg konstant gewinnt, also insofern sind wir da absolut gefordert und das weiß die Mannschaft auch, entsprechend tritt sie auf und so muss sie dann auch am Samstag ab 18:30 Uhr auftreten.